Mit dem Pestizidreduktionsprogramm, kurz PRP, hat REWE International mit der Umweltschutzorganisation Global 2000 bereits vor 15 Jahren ein Programm geschaffen, das nicht nur die Umwelt schützt, sondern vor allem auch die Konsumentinnen und Konsumenten. Von der Banane bis zum Salatkopf, alle Gemüse- und Obstsorten durchlaufen die PRP-Kontrolle. Nachdem hier Global 2000 bereit war, das mit uns gemeinsam zu bearbeiten, dieses Thema gemeinsam zu bearbeiten. Und es war dann so, dass im November 2002 ernsthaft das Pestizidreduktionsprogramm fertiggestellt war. Ein richtiges Buch, muss man sagen, also wirkliche gute Arbeit. Ziel ist die Reduktion der Pestizidbelastung, aktiver Umweltschutz durch Pestizidreduktion, Transparenz durch Veröffentlichung und Bewusstseinsbildung. Zusätzlich konnte durch wöchentlich durchgeführte Untersuchungen eine enorme Reduktion der Pestizidbelastung erreicht werden. Der besondere Erfolg und das Alleinstellungsmerkmal des PRP ist dem Umstand zu verdanken, dass gemeinsam an Verbesserung gearbeitet wird und dass REWE seinen Lieferanten und Produzenten im In- und Ausland hochwertige Unterstützung durch die Expertinnen der Umweltschutzorganisation zur Verfügung stellt. Da Pestizide Nebenwirkungen auf Bienen, Schmetterlinge und andere Lebewesen haben können, ist die Pestizidreduktion ganz ein wichtiger Aspekt beim Schutz der Biodiversität. Falls bei einem Produkt die Werte wiederholt schlecht sind, gibt es von REWE international Konsequenzen. In der Kooperation von Handel und Produzenten liegt der Schlüssel zum Erfolg. Wir arbeiten jetzt mit Global 2000 zusammen, um hier eine Reduktion in der Produktion herbeizuführen, immer gemeinsam natürlich mit unseren Produzenten und Herstellern. Und wir werden hier noch viele Jahre brauchen. Langfristig muss es uns gelingen, das eigentlich von der Produktion wegzubekommen. Um die Reduktion von Pestiziden weiter voranzutreiben, wird von Global 2000 nach alternativen Lösungen geforscht und mit landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen getestet. Es braucht dazu einen umfassenden Maßnahmenplan, wie zum Beispiel den Erhalt von artenreichen Blumenwiesen oder die Anlage von Blühstreifen in der Agrarlandschaft. Also alles Dinge, um den Tieren Lebensraum und Nahrungsgrundlagen zu bieten. Für die Produzenten liegt der Mehrwert auf der Hand. Nachhaltige Landwirtschaft kann nur mit Hilfe von umweltschonenden Mitteln funktionieren. Umweltschutz ist deswegen ein wichtiges Thema, weil die Natur, die Böden und die Umwelt nur eine Leihgabe für uns sind. Und wenn wir das nicht pflegen und hegen, werden wir in Zukunft keine gesunden, hochwertigen Lebensmittel mehr produzieren können. Das Pestizidreduktionsprogramm stellt sicher, dass von der Landwirtschaft bis hin zu den Konsumentinnen auch zukünftige Generationen davon profitieren. Der gemeinsame Kampf für das Schöne zahlt sich für alle aus.